Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch in Hilfsfluch. Es ist sehr, sehr lange hier, die Story. Und wir müssen auf eine Hochzeit gehen. So, Gwen, komm mit. Es geht rein. Schaut euch an. So viel treffsicherer Stil gehört auf die andere Seite dieses Tors. Auch wenn es närrisch von mir sein mag, darum zu bitten, dürfte ich eure Einladung sehen? Hier, bitte sehr. Ja, alles in Ordnung. Wie zu erwarten. Bis zum Beginn der eigentlichen Trauung werden Erfrischungen gereicht. Und dürfte ich euch für euer unnachahmliches Zeitgefühl loben? Wir wollten gerade die Tore verriegeln. Warum verriegelt ihr die Tore? Wir wollen ja nicht, dass irgendwelcher Pöbel hereinkommt. Ein kluger Vorschlag von Oberinspektor Ranbeek. Er wird wohl auch der Zeremonie vorstehen. Wusstet ihr das? Aber natürlich wusstet ihr das. Bitte, kommt herein. Für eure Sicherheit heute sorgen neben dem Eisenrad auch noch Hauswachen. Ja, leider. So, sprecht mit eurer Begleitung. Nein, 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 ich hab's gewusst. Komm doch mal ein Stück hier rein, Mann. Das ist schon ein bisschen zu viel Prunk hier drin. Wer immer diesen Palast gebaut hat, hat es ein wenig übertrieben. Wir müssen Syra hineingelangen lassen. Irgendwelche Vorschläge? Meint ihr, der Türsteher lässt sich irgendwie überreden? Falls nicht, könnte eine Ablenkung dafür sorgen, dass er sich vom Tor entfernt. Was ihr auch entscheidet, ich unterstütze euer Vorgehen. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall Ablenkung. Sorgt für einen Notfall. Muss mal ein bisschen zurückschalten. Ihr habt euren Köter mitgebracht nach der Szene, die er bei der letzten Hochzeit gemacht hat? Dashka ist kein Köter. Sie hat einfach nur ein Näschen für das feinste Fleisch. Und diesmal halte ich sie vom Essen fern. Sie wird sich bestens benehmen. Wenn wir nicht das Gleiche denken, gehört keiner von uns beiden in die Diebesgilde. Kommt, suchen wir einen Leckerbissen für Dashka. Okay, suchen wir einen Leckerbissen. Ermutigt Dashka. Dann müssen wir da oben hin. Ich sagte doch, das Essen ist nicht fertig. Verschwindet, ehe ich euch mit einem Löffel schlage. Ich wollte doch nur etwas Hähnchen. Lalalalalalalala, den nehmen wir mit. Das riecht köstlich. Ne? Mal sehen, ob der Hund das auch meint. Lockt den Hund zum Tisch mit den Speisen. Ich habe hier Essen in meinem Kostüm. Sie riecht euch. Geht zum Buffet. Ja, komm, mein Kleiner. Beziehungsweise meine Kleine, das ist ein Sie, ne? Komm. Ah, oh, lecker Fresschen habe ich hier. Ja, lecker Fresschen. Guck mal, da ist noch mehr Leckerfrisschen. Runter vom Tisch! Nehmt den Hund dort weg, bevor diese Suppe aus ihm macht! Jetzt schon Ärger? Die hätten den Fusel strecken sollen. Ja, ja. Da ist sie. Hallöchen. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. In diesem Aufzug kann ich ja schlecht über die Palastmauern klettern. Wie lautet der Plan? Vor der Hochzeit wird der Bräutigam den Gästen vorgestellt. Eine alte Tradition aus Tanit. Wo immer Kosch ist, Nikolas wird nicht weit sein. Wir müssen ihn im Auge behalten. Versucht bitte, keine Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen. Nun gut, wo wird Kosch seine Gäste begrüßen? Alle scheinen sich dichter am Palast zu versammeln. Geht ihr nur voran. Ich werde nach Nikolas Ausschau halten. Von mir aus kann es losgehen. Verglichen mit dem Nest ist das eine nette Abwechslung. Ne? So, schauen wir mal. Ich muss erstmal gucken, wo wir jetzt hier überhaupt hin können und sollen. Da oben. Bringt diesem noch einen Tisch. Eigentlich sollte ich sie begleiten, habe ich jetzt gerade gelesen. Aber egal. Wie läuft der denn hier rum? Hallo? Könnten Sie mal nicht durch uns durchlaufen, bitte? Da ist sie. Haben wir dich gut begleitet? Ich bitte um allgemeine Aufmerksamkeit.
Jetzt kommt's drauf an. Bleibt in der Nähe. Mal sehen, ob Nikolas auftaucht. Es ist mir eine Ehre und ein Privileg, den Gastgeber des heutigen Abends vorzustellen. Ich präsentiere den zukünftigen Gatten von Magnifica Falora, Fürst Koch. Willkommen in meinem Heim. Danke, dass ihr mir bei diesem denkwürdigen Ereignis beiwohnt. Das ist Nikolas. Trinkt und esst euch bitte satt. Bald spreche ich nicht mehr als bescheidener Händler, sondern als Adelsmann von Tarnet zu euch. Nikolas ist Korsch? Das ist also Nikolas? Seine Stimme ist ja noch öliger als sein Haar. Verdammt, ich hätte eins und eins zusammenzählen müssen. Nikolas hat uns getäuscht. Er hat alle getäuscht. Es gab nie einen Korsch. Seid ihr sicher? Wie ist das möglich? Ich weiß nicht, wie sich Nikolas als zurückgezogen lebender Handelsfürst neu erfinden konnte, aber irgendwie hat er es geschafft. Er scheint das schon seit Jahren geplant zu haben. Bastard. Was sollen wir tun? Wir müssen die Hochzeit abblasen. Genauer gesagt, müssen wir Falora dazu bringen. Ich glaube, das kann immer noch klappen. Teilen wir uns auf. Bringt in Erfahrung, wo sie ist und wie wir sie erreichen können. Ich muss mir ein paar sehr überzeugende Argumente zurechtlegen. In Ordnung. Wir sehen uns, wenn ich fertig bin. Ich wünschte, ich könnte sowas durchziehen. Zu viel, was klimpert. Wenn ich wo hochklettere, bin ich meine eigene Alarmglocke. findet einen Weg in den Palast? Achso, da oben sind... Okay, ich gehe mal so ein bisschen durchs Wasser. Ja, stört ja niemanden, oder? Hallo. Da sind Knorpel in der Kamelmilch, sagt sie. Natürlich sind da Knorpel drin. Wer will schon Milch, die man nicht kauen kann? Keine Anstellung der Welt ist das wert. Die strahlende Magnifica Falora verlangt nicht nach eurer Gegenwart. Pah. Wer hat euch das gesagt? Das Dienstmädchen von Magnifica Falora. Alles an ihr duftet nach Rosen, wenn ihr versteht. Es umschwirrt die Braut wie eine sich sorgende Tante. Es meint, die Milch wäre für Magnifica Falora, aber ich weiß, es trinkt sie selber. Etwas beigemischter Wein sorgt vielleicht dafür, dass die Gute lockerer wird und überdeckt womöglich sogar meine Spucke. Wenn ihr mir sagt, wo ich Magnifica Falora finden kann, hole ich euch etwas Wein. Sie ist nicht meine Gönnerin. Wenn ihr mir helft, sage ich euch, was ihr wollt. Eine Flasche Sommers Enthügel 572 sollte subtil genug sein, aber es gibt immer eine Gruppe von Fatzken, die die Flaschen horten. Schnappt euch eine, wenn sie abgelenkt sind, sonst sorgen sie mit Sicherheit für einen Aufruhr, was keiner von uns beiden möchte. 572, sehr wohl. Die sollten wirklich größere Becher nehmen. Wenn sie abgelenkt sind... Wenn sie abgelenkt sind, Quinn, halt bitte Wache. Nein. Willst du mich jetzt hier veräppeln? So. Ich bin nicht betrunken. Ich trinke. Bring die Flasche zu Turalla. Machen wir? Bitteschön. Gebt mir diese Flasche und ich erzähle euch alles, was ihr gerne über Magnifica Falora wissen wollt. Ich habe eine Flasche Summer's End Hügel 572 mitgebracht. Wunderbar. Das Dienstmädchen von Magnifica Falora wird bald ihre eigene Schüssel mit Milchwein haben. Ganz ohne den geringsten Knorpel. Wo kann ich Magnifica Falora finden? Meister Korsch hat sie in seinem eigenen Schlafzimmer untergebracht. Es ist oben. Ihr könnt es nicht verfehlen. Lasst euch nicht vom Eisenrad sehen. Im Palast wimmelt es von denen wie Käfer auf einem Honigkuchen. Okay, findet einen Weg in den Palast, findet einen Weg in den Palast. Was haben wir denn hier? Der, ach so, den könnten wir eventuell niederschlagen oder sowas. Ne? Jemand hat einen magischen Talisman gefunden, der es der Löwengarde erlauben wird, in Angers Festung einzudringen. Eine Menge Kellner kommen aus der Palastküche. Vielleicht haben sie einen Schlüssel. Mhm. Und der ist jetzt weg. Na toll. Das heißt, ich soll den Schlüssel stehlen wahrscheinlich, ne? Das ist alles, was wir brauchen, Partnerin. Suchen wir Syra. Lalalala. Ich könnte schwören, ich habe es eingesteckt, bevor ich los bin. Sollen wir nicht mit dir reden? Dann gehen wir direkt rein.
Im Palast wimmelt es vom Eisenrad. Geht voran. Wir folgen euch in den Schatten. Mhm. Muss ich nennen. Eieiei. Eieiei. Oh, ich weiß nur nicht, wo ich hin muss. Höher? Jetzt kommen sie von links. Auch nicht schlecht. Das ist so blöd, wenn man die Leute nicht umbringen kann, ne? Also ich kann sie theoretisch umbringen, aber ich habe halt, wie gesagt, die dunkle Bruderschaft noch nicht gemacht. Die Wache wird jeden Augenblick hier sein. Letzte Gelegenheit. Ach, dummes Arschloch. Dann gehe ich halt an dir vorbei. So. Wer seid ihr? Wie seid ihr hier reingekommen? Wir sind die Bücherpuppe. Magnifica Falora, wir wollten euch warnen. Kosch ist nicht der Mann, der er vorgibt zu sein. Er ist ein Handelsfürst aus Abars Landung. Das ist eine Stufe über dem Schleim, den man von Schiffsrümpfen kratzt. Gibt es noch eine große Offenbarung, bevor ich die Wachen rufe? Was schadet es, uns anzuhören, wo ihr ihn doch kaum ausstehen könnt? Na los, sagt es ihr! Die Leute sagen immer, so hatte ich mir meine Hochzeit nicht vorgestellt. Sie erzählen Geschichten darüber, was schiefgelaufen ist, und wollen einander dabei übertreffen. Wie ich damals die Wache wegen unerlaubter Eindringlinge rief, ist eine Variante, die ich noch nicht kenne. Warum sollte das nicht meine Geschichte werden? Kosch ist dein Tarnname. Ihr steht kurz davor, den Mann zu heiraten, der eure Mitgift gestohlen hat. Die Diebesgilde hat meine Mitgift gestohlen. Damit hat sie meine Stellung in Tarnet ins Wanken gebracht. Noch schlimmer ist aber, dass die sterblichen Überreste meiner Vorfahrin Danobia geschändet wurden. Als sie die juwelenbesetzte Krone nicht von ihrem Kopf bekamen, haben sie sie einfach enthauptet. Euer zukünftiger Gatte hat das getan. Er hat es der Diebesgilde in die Schuhe geschoben. Die Handelsfürsten von Abars Landung sind außerordentlich korrupt. Sie kaufen von Piraten, die auf den Meeren von Tarnet ihr Unwesen treiben, und von Banditen, die die Straßen von Tarnet heimsuchen. Aber ein uraltes Grabmal schänden, das geht sogar für sie zu weit. Er hat eure Mitgift benutzt, um einen Handelsfürst zu werden. Doch davor führte er die Diebesgilde an. Kosch war der Kopf der Diebesgilde? Ihr sagt, er hätte die eigenen Leute verraten, um die Mitgift zu stehlen? Wegen eines verrückten Plans, um eine Adlige aus Tarnet zu heiraten? Falls ihr Barden seid, die mein Vetter geschickt hat, fehlt es euch an Fantasie. Warum sagt ihr nicht lieber, Kosch wäre auf einem Drachen geritten? Er ist nicht Kosch. Sein Name ist Nikolas und wir können beweisen, dass er hinter der Grabräuberei steckt. Und wie lange soll das dauern? Meine Eskorte wird gleich eintreffen, um die Hochzeit zu beginnen. Ich habe mein Schicksal akzeptiert, so wie ihr das eure akzeptieren müsst. Sofern ihr nicht Danobias Schädel aufzuweisen vermögt, könnt ihr eure Lügengeschichten dem Eisenrad erzählen. Ich dulde diesen Wahnsinn nun schon lange genug. Mal schauen. Buch der Jahreszeiten. Ah, ja, ja, ich erinnere mich. Unpässlich. Sie wird aber gleich soweit sein. Ein Auszug aus dem Buch der Jahreszeiten. Vor allen Jahreszeiten lasse ich mich am liebsten vom Frühling begleiten. Das blaue Wasser haltet doch mal die Klappe. Das blaue Wasser, wie es glitzert in der Sonne. Und durch die Bäume zu klettern, das erfüllt mich mit Wonne. Auch ist die Luft schön kühl, ohne schon zu überhitzen. Ich kann auf dem Felsen liegen und muss nicht schwitzen. Dort ruhe ich dann mit Blick auf die grünen Auen. Nicht auf matschige Weiden, die wenig erbauen. So ist Frühling mir die allerliebste aller Jahreszeiten. Er kann besser als Sommer, Herbst, Winter begleiten. Also, Frühling, Sommer, Herbst und Winter müsste dann die Reihenfolge sein. Welcher von denen ist jetzt Frühling? Frühling? Ist wahrscheinlich der Sommer gewesen, ne? Ne, das ist der Sommer. Oder ist das der Herbst? Ist das der Sommer? Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
Jetzt kann ich das aber auch nicht mehr umstellen. Na. Oh, Quinn, geh doch mal zur Seite. Ich muss die Kerze mal eben in der falschen Reihenfolge machen. Damit ich hier das wieder zurücksetzen kann. So. Es muss doch ein Muster geben. Versuch deine andere. Ja. Das ist wahrscheinlich der Herbst, nehme ich an. Da müsste das der Sommer sein. Also versuchen wir mit Frühling. Sommer. Herbst. Und Winter. Hat dieser Schrank gerade geklickt? Ja, hat er, Quinn. Ich habe mich nur mit dem Sommer vertan. Das war jetzt das Problem. Ah, hier der Schrank, genau. Sieh an. Ein Teil der Mitgift, die Nikolas... Das muss Danobias Krone sein. Nikolas, ihr bringt euch selbst ins Grab. Das ist ja nichts Neues. Ich wusste, dass Nikolas von seinen Beutezügen immer einige Trophäen für sich behielt. Ich besänftigte den Unmut der Gilde. Ich nannte es eine seiner vielen Eigenarten. Seine Verwandlung in Kosch änderte daran nichts. Er schändete Danubias sterbliche Überreste. Er hat sie enthauptet. Zahlen wir es ihm mit gleicher Münze heim. Was meint ihr? Ich werde Falora beweisen, was Nikolas wirklich ist. Sie will Danubias Krone als Beweis? Ich werde sie ihr bringen. Zusammen mit dem Schädel ihrer Ahnen. Sobald ich ihre Aufmerksamkeit habe, wird sie mir zuhören. Das klingt nach keiner guten Idee. Oh, das ist eine sehr schlechte Idee. Aber es ist die beste schlechte Idee, die wir haben. Manchmal ist das alles, worauf ein Dieb hoffen kann. Wünscht mir Glück. Ich werde... Nun, ich werde genauso überzeugend wie Nikolas sein müssen. Viel Glück, Saira. Macht euch auf den Weg zu den Hochzeitsgästen. Sobald Nikolas als Betrüger entlarvt ist, bringt ihr eure Begleitung aus dem Palast. Wir sehen uns schon bald im Nest wieder. Ihr habt das Sagen, bis ich zurückkomme. Magnifica Falora, es gibt etwas, was ihr sehen müsst. Ja, wohnt der Hochzeit bei... Ich glaube, wir müssen hier runter, ne? Wir sind immer noch in... einem geschützten Bereich hier hinten, oder? Ich würde nämlich gerne noch ein paar Sachen eben stehlen. Ist natürlich nichts groß dabei, wo ich jetzt Geld mitbekomme, war ja klar. Lagerraum. Nehmen wir einfach mal alles mit hier. Das war jetzt nichts, was jetzt vom Wert ist, aber egal. So, untere Hallen. Wo müssen wir denn hin? Nach links. Alter, musst du mich so erschrecken? Jumpscare mit dem Besen. Ha! Muss ich. Und der Hochzeit bei tiefer, meine ich doch. Ich muss doch eigentlich unten durch, ne? Hier müsste ich runter. Und eigentlich zur anderen Seite. Da läuft schon wieder ein Typ mit einem Besen rum. Das sind mir hier die Schlimmsten heute, ehrlich. Dreh dich doch mal um, Junge. Und bleib so umgedreht stehen, bis ich hier durch bin. Heieiei. Komm ich nicht durch? Och, wollt ihr mich denn hier? Lalalala. Komme ich denn jetzt... Alter, wie komme ich denn jetzt hier runter? Kann ich hier rüberspringen? Da ist Nikolas. Sitzt das gerade? Heute
Karte, Ehelicht Fürst Kosch aus Abbas Landung, Magnifica Valora, das Juwel von Tarnet. Als offiziell ermächtigter Offizier des Eisenrats ist es mir eine Ehre, diese Verbindung zu vollziehen. Halt! Diese Verbindung ist ehrlos! Was ist das? Wachen! Saira, ihr lebt? Was hat das zu bedeuten? Und noch wichtiger, warum habt ihr die geschändeten Überreste meiner Ahnen? Das Eisenrad naht. Wir müssen sofort weg. Das muss ein Irrtum sein. Oberinspektor Ranbik, nehmt alle in Gewahrsam. Ich will, dass das geklärt wird. Nein, für Saira ist es zu spät. Wir müssen sofort gehen. Eisenrad! Sichert alle Ausgänge! Niemand darf das Palastgelände verlassen! Verhört alle hier! Seid gründlich! Valora, wann kriegt ihr das unter? Komm mit, Quinn! Gebt endlich Ruhe, Nikolaus! Ich bin irgendwie falsch gelaufen. Ich dachte, wir sollen einfach durchlaufen und weg. Mist. Na gut. Ben, wo bist du? Wir müssen los. Alter, ernsthaft? Aus dem Palast raus eskortieren. Ich würde sagen, ich port mich mal einfach hier raus. Ja, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich bin jetzt wieder auf Heves Fluch und habe sogar mein Kopfgeld bin ich losgeworden. Aber jetzt steht da nicht mehr, ich soll quasi von der Hochzeit entkommen, also fliehen. Sondern da steht jetzt wieder, wohnt der Hochzeit bei. Und das irritiert mich jetzt komplett. Wieso soll ich jetzt da hoch? Das irritiert mich jetzt auch wieder ein bisschen. Ja, wir schauen mal, was passiert, wenn man ins Wasser springt. Lust auf leicht verdientes Gold? Ja, das wäre alles toll, aber ich bin hier gerade noch an einer anderen Sache dran. Und es war anscheinend nicht ganz so toll, dass ich jetzt hier rausgegangen bin. Trick 17, überall raus teleportieren, funktioniert anscheinend hier nicht so doll. Einer unglücklichen Seele. Noch höher, noch höher, noch höher. Hier können wir noch weiter. Müssen wir mal schauen, wie wir jetzt überhaupt wieder da reinkommen. Also das irritiert mich jetzt wirklich total. Könnt ihr nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Ja, das ist mir doch egal, ob du beschäftigt bist. Da können wir darum... Weil da stand ja nur, dass ich sie raus eskortieren soll. Deswegen verwirrt mich das jetzt gerade ein bisschen. Ihr seht wunderbar aus. Nein, nein, nein. Teilen wir uns auf. Ich treffe euch im Nest. Die anderen müssen erfahren, was geschehen ist. Ich dachte gerade schon. Das wär's jetzt noch gewesen, dass wir jetzt hier extra wieder hin zurückkommen und alles. Und Gwen dann plötzlich sagt, ja, wir müssen jetzt der ganzen Hochzeit wieder beiwohnen. Also so, wie sie das ja im Endeffekt geschrieben haben. Oh, ich hab's... Also für einen kurzen Moment haben sie mich wirklich erwischt, ne? Da haben sie mich richtig eiskalt erwischt. Ich dachte, ich müsste jetzt alles nochmal von vorne machen. Aber wie ihr seht, funktioniert das so, dass ihr raus könnt. Ihr müsst dann allerdings nochmal zurücklaufen und durch die Tür nochmal kurz zurück und dann reingehen, damit Gwen euch dann sagt, dass wir wieder zum Diebesnest zurückgehen. Ah. So, wieso soll ich jetzt mit Sprecht leise reden, wenn wir doch gerade mit Gwen alles gemacht haben? Aber egal. Hi. Eure Begleitung hat es vor euch zurückgeschafft. Sie hat uns davon erzählt, was auf der Hochzeit geschehen ist. Macht euch keine Vorwürfe. Saira wollte, dass ihr geht. Wissen alle, was auf der Hochzeit geschehen ist? Ja, die Gefangennahme von Saira war eine unglückselige Wendung.
Aber Nikolas wurde ebenfalls vom Eisenrad gefangen. Wenigstens ein kleiner Grund zum Feiern. Was ist mit Saira? Magnifica Falora hat ihre Mitgift und Nikolas ist hinter Gittern. Das Eisenrad wird nicht mehr lange hier sein. Wir werden eine Chance haben, Saira im Durcheinander ihre Abreise zu befreien, wann immer das auch genau sein mag. Doch das ist wohl eher eure Entscheidung, nicht wahr? Was meint ihr? Saira meinte, ihr hättet das Sagen, bis sie in das Nest zurückkehrt. Das macht euch zur amtierenden Gildenmeisterin. Chef. Oh mein Gott! Wir, eine Gildenmeisterin! Dafür haben wir extra die formellen Insignien eines Handelsfürsten erhalten, einen Fertigkeitspunkt und wir bekommen eine unidentifizierbare Waffe von Baharas Fluch? Nur damit das ganz klar ist, eine amtierende Gildenmeisterin hat keine echte Macht. Aber es klingt, als wärt ihr wichtig. Also können wir euch auch ruhig so nennen. Außerdem bekommt ihr dann die Schuld, falls irgendwas schiefläuft. Ihr wisst ja, wie das ist. Und wenn es nichts weiter ist. Was können wir gegen Saira unternehmen? Fürs Erste nichts. Bis wir erfahren, wohin man sie gebracht hat, gibt es wenig, was wir tun können. Doch wir werden es erfahren, dessen bin ich mir sicher. Ja, ich bin gerade schon mal so ein bisschen am Gucken. Sie hat anscheinend die nächste Quest für uns. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, ich kann dann auch direkt weiter loslegen. Aber für die heutige Folge war es das dann erstmal. Deswegen muss ich mich leider von euch verabschieden. In der nächsten Folge werden wir dann hoffentlich Saira retten. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.